In diesem Video möchte ich Ihnen den ITSM Process Guide vorstellen. Im Folgenden werde ich den Ansatz, die Funktionsweise und den Nutzen dieses Process Guidance Systems erklären. Was sind nun die Beweggründe für die Entwicklung und den Einsatz eines solchen Systems? In Unternehmen werden viele Arbeitsabläufe in der Form von Prozessen spezifiziert. Von Mitarbeitern wird verlangt, dass sie ihre Arbeit konform zu diesen Prozessspezifikationen durchführen. Hier mangelt es jedoch vielen Mitarbeitern an ausreichendem Prozesswissen im Sinne von Kenntnissen über die durchzuführenden Aufgaben und deren Reihenfolge. Dadurch werden Prozesse nicht korrekt ausgeführt, wodurch nicht nur die Arbeitsergebnisse der einzelnen Mitarbeiter, sondern letztlich auch die Leistung des gesamten Unternehmens leidet. Einen Lösungsansatz für diese Problematik bietet Process Guidance. Das Process Guidance Konzept zielt darauf ab, das Prozesswissen der Mitarbeiter zu erhöhen, um die gerade vorgestellten Probleme gezielt zu beheben. Process Guidance versucht dies, indem Mitarbeitern, welche Probleme bei der Durchführung der spezifizierten Prozesse haben, gezielt Hilfestellungen zu den anstehenden Prozessaufgaben gegeben werden. Dadurch wird das Prozesswissen erhöht und die Mitarbeiter befähigt, Arbeitsabläufe konform zur Definition durchzuführen. Wie sieht ein Process Guidance System nun aus? Das Design des Process Guidance Systems basiert auf drei wissenschaftlich fundierten Designprinzipien. Das erste Prinzip besagt, dass Handlungsempfehlungen gegeben werden, die vom Benutzer selbst aufgerufen werden und deren Inhalt vorab definiert wurde. Das Ganze wird ermöglicht durch eine Überwachung und Analyse des aktuellen Prozesskontexts des Benutzers. Das zweite Designprinzip bestimmt die Art der Darstellung. Es besagt, dass kurze und genaue Hilfestellungen visualisiert werden sollen, die sich in die Arbeitsumgebung des Nutzers einfügen. Das letzte Designprinzip definiert schließlich den Inhalt der Hilfestellungen genauer. Entsprechend sollen detaillierte Prozessinformationen sowie Prozessressourcen wie etwa Dokumente oder Links zu externen Anwendungen integriert sein. Schauen wir uns mal an, wie solch ein Process Guidance System in der Praxis eingesetzt wird. In diesem Fall unterstützt das Process Guidance System hier mit dem Namen ITSM Process Guide die Durchführung von Ticketprozessen in einer IT-Abteilung. Obwohl die Prozessausführung durch die Software OmniTracker, die Sie hier sehen, unterstützt wird, haben die Benutzer Probleme mit der korrekten Ausführung. Falls nun ein IT-Mitarbeiter, während er einen Ticketprozess bearbeitet, nicht mehr weiß, welche Aufgabe er als nächstes machen muss, kann er einfach den ITSM Process Guide durch einen Klick auf diesen Button hier starten. Dieser Button ist während der Ticketbearbeitung jederzeit verfügbar. Beim Aufruf des ITSM Process Guide wird der aktuelle Prozesskontext des Benutzers ermittelt, um anschließend die für den Benutzer momentan relevanten Informationen anzuzeigen. Damit ist das erste Designprinzip in der Software abgebildet. Probieren wir das nun mal aus. Wie Sie sehen, öffnet sich der ITSM Process Guide als Webapplikation in einem neuen Fenster. Oben sehen Sie Informationen über den aktuellen Ticketprozess, den Tickettyp, hier Service Request, und darunter den aktuellen Ticketstatus. Auf der linken Seite wird das Prozessmodell grafisch dargestellt. Dadurch bekommt der Nutzer ein besseres Gefühl für den Prozess und sieht außerdem, an welcher Stelle er sich momentan befindet. In der Mitte des Tools wird dem Nutzer die eigentliche Guidance, also Handlungsempfehlung, eingeblendet. Dabei handelt es sich um eine Liste der anstehenden Prozessaufgaben. In diesem Fall sind diese in obligatorische und optionale Aufgaben unterteilt. Durch diese Visualisierung und die Integration der Process Guidance in die Arbeitsumgebung des Benutzers ist das zweite Designprinzip abgebildet. Falls ein Mitarbeiter detaillierte Informationen über eine Prozessaufgabe benötigt, kann er einfach auf die entsprechende Aufgabe klicken und ein Textfeld mit zusätzlichen Informationen erscheint.
Diese Informationen können um Prozessressourcen erweitert sein. Dies können Bilder, Dokumente oder Links zu Anwendungen oder Webseiten sein. Diese Integration von detaillierten Informationen bildet schließlich das dritte Designprinzip ab. Über diese Schaltfläche weiter unten können Nutzer ihr Feedback geben. Nach einem Klick können Mitarbeiter ihre Meinung zur Nützlichkeit der Designprinzipien angeben. Weiter unten kann außerdem freies Feedback in diesem Textfeld hinterlassen werden. Dadurch ist der ITSM Process Guide offen für Verbesserungen und kann mit und mit an neue Nutzeranforderungen angepasst werden. Welchen Nutzen bringt der ITSM Process Guide nun diesem Unternehmen? Nach längerer Nutzung des Tools konnten durch Umfragen positive Effekte auf das Prozesswissen der Nutzer nachgewiesen werden. Diese gesteigerten Prozesskenntnisse haben wiederum positiven Einfluss auf die konforme und effiziente Durchführung der Prozesse. Eine gestiegene Zufriedenheit der Mitarbeiter bezüglich der Prozessdurchführung wurde außerdem in Fokusgruppen deutlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.